Ja, hallo, der Michael von Mika News. Faszination Modellbau, Faszination Modellbahn und das Echtdampftreffen 2024 in Friedrichshafen. Vom 1. bis zum 3.11. findet dieses Event statt und ja, ich hoffe doch, dass ihr alle auch dieses Jahr dabei seid. Im Hintergrund werde ich ein Video vom letzten Jahr mitlaufen lassen, damit ihr ein paar Eindrücke bekommt. Im Prinzip ist es in diesem Jahr ähnlich, nur sind natürlich die Aussteller mit vielen Neuheiten dabei und es werden auch andere Modellbahnen gezeigt und ihr bekommt natürlich nochmal tolle Eindrücke vom German Indoor Masters. Die Aircrashers sind mit ihrer Drohnenshow dabei. Dann sind die RC-Flieger dabei. Einmal Indoor im Foyer, im Eingangsbereich wieder mit einer Flugshow. Die werden dann, ja, der Zeitplan wird ja online veröffentlicht, beziehungsweise ist schon online öffentlich auf der Messeseite. Und draußen auf dem Freigelände wird es eine tolle Flugshow geben. Auch da gibt es schon einen aktuellen Zeitplan. Und vor den Messehallen gibt es ja noch einen See. Und da gibt es natürlich auch Vorführungen. Mal abgesehen davon, dass es noch viele andere Attraktionen in den verschiedenen Hallen gibt. Es gibt insgesamt 6 Hallen für Modellbau, Modellbahn. Dann gibt es eine Halle, wo das RCK-Rennen stattfindet. Es sind 2 Hallen mit dem Echtdampftreffen, wo ihr im Prinzip selber auch ein Ticket kaufen könnt, beziehungsweise eine Fahrkarte, und dann könnt ihr selber auf der Bahn mitfahren. Da wird vorne ein kleiner Lokführer sitzen, da ist schon ein Erwachsener teilweise drauf, und dann könnt ihr mit der Bahn durch diese beiden Hallen fahren. Also es werden auch dann wieder Gleise verlegt werden oder sein, wie in den letzten Jahren. Immer sehr interessant. Dann gibt es in den Zwischenhallen und auf dem Freigeländer. Da sind die Freunde Bayerwald sind da, also ein paar Verrückte nenne ich sie mal, die eine Vorführung machen, und ihr könnt auch eure eigenen Autos mitbringen und könnt die dann promoten lassen. Da werde ich nochmal was ganz am Ende sagen. Und es gibt auch eine Driftstrecke, also vor Ort sind auch Drifter und dort wird dann mit den Fahrzeugen quer gefahren. Ja, wie gesagt, seid ihr dabei? Würde ich mich freuen. Die Messe natürlich auch. Und ihr habt natürlich, bekommt einen schönen Einblick von unserem schönen Hobby. Ob es Modellbau ist, ob es Modellbahn ist. Im Prinzip ist es egal. Es ist ja ein richtig geiles Hobby, kann man sagen. Ja, ich habe es mal ein bisschen auseinanderklamüsert. Also, es gibt ja viele Hallen. Also, Halle 1 und 2, A1 und 2 ist die internationale Modellbahnausstellung. Hallenpläne, die sind auch schon online zu sehen. Was interessant ist, ihr bekommt dort viele Neuheiten schon für 2025 präsentiert. Also was im Prinzip nächstes Jahr dann auf den Markt kommt, beziehungsweise was vielleicht jetzt zuletzt schon in der Auslieferung war. Wer ist denn dabei? Es sind die Großen dabei, es ist LGB dabei, Märklin ist dabei, noch Faller, Brava, Pico, Fleischmann, viele andere kleinere sind natürlich auch dabei, Auhagen ist dabei und viele Modellbahnanlagen sind auch dabei. Ach so, Fissmann, Vollmer ist dabei, Spur 1 ist wird ausgestellt sein, es wird eine Feldbahn sein, LGB-Freunde Niederrhein sind vor Ort und viele andere auch. Wie gesagt, schaut mal auf die Webseite. Also ihr könnt von Spur N bis Spur 1 könnt ihr auch verschiedene Modellbahnanlagen sehen und natürlich sind auch Verbände da. Der MOBA ist zum Beispiel auch vor Ort. Also ihr könnt euch nicht nur über neue Produkte informieren, ihr könnt euch auch über die Modellbahn informieren. Dann gibt es natürlich Workshops. Also das heißt, es gibt so ein Areal, wo im Prinzip die Hersteller und andere ihre Produkte oder Neuigkeiten
vorstellen. Und wann die Workshops sind, beziehungsweise wann diese Infoveranstaltungen sind, ist auch schon auf der Webseite von der Faszination Modellbau bzw. Modellbahn zu sehen. Dann, es gibt eine große Modulanlage mit passend zum Echtdampftreffen. Das heißt, auf der Modellbahn in der Halle A2, dann werden auch die teilweise mit Fernsteuerung gefahren, die kleinen Bahnen, und dann kommt richtig schöner Dampf auch raus. Also auch was ganz Interessantes, was ihr sehen könnt. Modellbahn Forum ist dort auch vor Ort mit dem Forum im Prinzip, wo dann die einzelnen Workshops sind und Präsentationen und verschiedene Modellbahnen. Dann Dampffreude Friedrichshafen dürfen natürlich nicht fehlen. Also es gibt auch nicht nur von den Herstellern und von Verbänden und von Vereinen was zu sehen. Es gibt natürlich auch die ein, zwei Händler, die was verkaufen. Dann in der Halle A3. Da können wir mal reingucken. Flug, Automodellbau, Modellbauforum. Also auch wieder, wo man was Informatives bekommen kann oder Infos bekommen kann. Und die Flugmodellausstellung. Also dort sind vor Ort Hersteller, die ihre Neuheiten und aktuellen Produkte präsentieren. Und genauso ist vor Ort der Dachverband. DMFV ist der Deutsche Modellfliegerverband, der vor Ort ist, wo ihr euch informieren könnt, alle Fragen stellen könnt, wo die nächsten Vereine sind und vieles mehr. Es gibt noch den MFSD, Modellsportverband Deutschland, der ist auch vor Ort. Dann gibt es viele Hersteller, die da sind, hatte ich schon gesagt. Hier zum Beispiel Hoeco, SID, Dercom ist da, Verlag für Technik und Handwerk. Dann ist Caravan Europe ist da, Aeronaut ist da, Toro ist da, SID habe ich schon gesagt, TA Modellbau, R2 Builders Club, das ist praktisch hier dieser kleine R2D2, die sind auch da. Dann Horizon Hobby mit Freakware ist vor Ort. Dann Kleinhersteller wie CNC, Stop, Balsa Shop und viele mehr. Und ganz in der Mitte von dem Gang, war schon im letzten Jahr so, da ist die Ausstellung von den Flugmodellen. Übrigens, Monster Hub ist da, Hartwig RC ist da, KSD ist noch da, Extreme Cars, Absima ist auch da mit ihren Produkten. Also viele, viele Hersteller, die ihr vor Ort sehen könnt, wo ihr euch über die Neuigkeiten informieren könnt, rund um Automodellbau, aber auch um den Flugmodellbau. Eine Halle weiter. Wenn man eine Halle weiterläuft, man muss sich das vorstellen, das Gelände ist ja ganz simpel aufgebaut. Ne? Also man haben ringsherum die Hallen, in der Mitte ist ein Freigelände und die Hallen gehen dann praktisch A1, A2, A3, A4, A5, A6. Und auf der anderen Seite des Geländes befinden sich die Hallen B1 bis B3. So, in Halle 4 sind die Truckmodellbauer drinne, Modelltruck-Festival, Baumaschinen werden zu sehen sein, Trailtruck und vor allen Dingen auch die Pistenshow. Ich glaube, das ist so das Highlight wieder des Jahres. Immer Friedrichshafen, die Pistenshow der Pistenraubenfreunde. Da gibt es einen extra Parcours, gibt so richtig geile Programme bei Nacht, also wenn es abgedunkelt ist, die Halle, und genauso, wenn die natürlich hell ist. Schaut auf jeden Fall vorbei, es wird sich lohnen. Dann sind dabei Maßstab 1:8, die Truckmodellbauer. Es gibt einen Kinderparcours, wo die Kinder fahren können, also könnt ihr gerne mal vorbeikommen mit euren Kindern. Dann Tamiya Carson ist vor Ort mit einem Stand, also die haben ja auch ihre aktuellen Produkte dann mit vor Ort. Dann ist Ticon Vedico, hatte ich schon gesagt, wenn ihr hier meinen Kanal verfolgt, da habe ich schon Neuheiten vorgestellt. Dort könnt ihr sie nur dann in live sehen. ScaleArt hat Neuheiten schon in Aussicht gestellt, die werden wir uns auch angucken, also schaut einfach mal dort vorbei. Fumotech habe ich auch gehört, soll was Neues kommen, ich bin gespannt, ich werde mir das auf jeden Fall ansehen. Dann FM Electrics ist dabei, da habe ich ja gezeigt, diesen kleinen Pocket Racer, also den könnt ihr euch dort ansehen und natürlich auch kaufen. Dann gibt es Baumaschinenparcours und Trailtruck von SMTT Süd Modell ist noch vor Ort. Fechner Modellbau, Andes Ladegut und Kraftwerk, also Bayer Elektronik, die sind mit vor Ort. Dann Servonaut,
Sikon Veruma. Also einiges ist zu sehen in der Halle 4. Und es gibt eine große, einen großen Truck-Parcours natürlich, wo die 1:16er Trucks in allen möglichen Facetten von Holzladekranen, von Pisten, von Radladern, von Schaufelradbaggern eventuell auch und ja, im Prinzip alles, Gabelstapler, alles, was so um Trucks geht. Genauso, ich denke mal auch, da werden wieder Traktoren vor Ort sein und ein Ackerbau. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen und sich die Maschinen dann auch in echt, also in Aktion anzusehen, was man im Prinzip bei Scale Art oder bei zum Beispiel beim RC Bruder oder bei T-Con sehen kann an Produkten. Dort sieht man sie dann quasi im Einsatz. Und scheut euch nicht, die Leute anzusprechen, was sie denn auch verbaut haben. Ganz wichtig, einfach ansprechen. Alles super nett, alles super lieb. Man kann sich da echt informieren, was die an Technik verbaut haben da drinnen. Ja, man sieht ja nur den schönen LKW, den schönen Bagger, aber was steckt eigentlich drunter? Das könnt ihr auch gerne erfahren. Einfach die Leute ansprechen. Eine Halle weiter. Super für die Schiffsmodellbauer. Die haben eine eigene Halle, wie jedes Jahr. Es gibt ein großes Becken mit Wasser und viel, viel Schiffs. Action. Also das heißt, die Segelboote, ich habe ja schon letztes Jahr gesehen, das sind Ventilatoren für die Segelboote und vieles andere ist natürlich zu sehen. Also schaut einfach mal vorbei. Ich glaube, Entenrennen gab es ja auch noch. Also das ist für Groß und Klein eine schöne Sache. Und ich glaube, man kann auch selber mal zum Sender greifen und Kapitän spielen. Wie gesagt, einfach mal auf der Faszination Friedrichshafen vorbeischauen. Dann ist dabei Plastik- und Kartonmodellbau und natürlich viele Vereine und Aussteller, die ihre Modelle präsentieren. Auch hier gilt, sprecht sie einfach ab an, was sie verbaut haben. Da scheut sich keiner von denen mal irgendwie ein Deck abzunehmen und euch zu zeigen, was darunter sich verbirgt. Dann geht es weiter. Eine Halle weiter ist die Aircrasher-Halle. Dort ist Drohnenflug-Wettkampf, also das FPV-Drohnen-Championship-Finale wird dort stattfinden. Dort sitzen die Piloten mit ihren Brillen und steuern ihre Drohnen durch die Tore. Und da geht es, wie gesagt, ums Finale. Und wer gewinnt, das werden wir am Sonntag dann erfahren. Und am besten, ihr schaut euch das Ganze in der Halle A6 live an. Wen's nicht in die Luft zieht, sondern auf den Boden, der kann in der Halle B1 vorbeischauen. Dort ist nämlich das German Open RC Car Masters und gleichzeitig sind auch Motorräder dort am Start. Es wird Nitro gefahren, also es wird laut und es riecht und es wird auch Elektro gefahren. Also es sind verschiedene Klassen dort zu sehen, GT, VG8, VG10, das sind so 1:10, 1:8er Tourenwagen, dann RC-Bikes im Maßstab 1:5 werden zu sehen sein. Vielleicht gibt es auch eine 1:8er Klasse. Es wird Tourenwagen 1:10 Elektro noch dabei sein. Also alles, was so on-road gefahren wird. GT1:8 ist auch noch mit dabei. Schaut einfach mal vorbei und sprecht die Leute dort auch an, wo vielleicht in der Nähe der nächste Verein ist, der MSC Kreuthof. Der veranstaltet das Rennen in Zusammenarbeit mit dem MBC Bamberg. Also in der Nähe gibt es ja auch Rennstrecken oder die eine oder andere ist natürlich ein bisschen weiter weg. Aber ihr werdet ja nicht alle aus Friedrichshafen kommen. Einfach mal auf meinem DMC auf die Webseite gehen. Das ist der Dachverband für den Automodell-Rennsport. Ja, einfach vorbeischauen. Mal sehen, ich sehe hier Race of Champion. Also, ihr könnt mit Sicherheit auch mal selber zum Sender greifen und aktiv werden. Vorbeischauen wäre schon nicht schlecht. Dann haben wir B1, B2 und B3 in den Hallen. Dort ist das Echtdampf-Hallentreffen. Dort könnt ihr die etwas größeren Züge sehen. Die fahren dann auch mit Echtdampf. Und ja, dort könnt ihr euch eine Karte holen und auch mal selber auf dem Zug mitfahren. Und durch die Halle chauffiert werden. Ja, dann habe ich schon gesagt, RC-Freunde Bayerwald war das,
Die sind auf dem Freigelände genau dazwischen. Die haben verschiedene Vorführungen. Minicrawler, Basher- und Offroad-Modelle zeigen die. Und es gibt noch Meet and Greet. Meet and Greet heißt bei denen, ihr bringt euer Auto mit und dann machen die mit euch ein Video. Also scheut euch nicht mal ein Auto mitzunehmen und dann mit denen ein Video zu machen. Wer möchte, immer gern gesehen, sprecht die an. Ist eine richtig lustige Gruppe. Also schaut bei den RC-Freunden Bayerwald vorbei. Zu übersehen sind sie nicht. In der Mitte, zwischen den Hallen, in dem Freigelände findet ihr die. Und wenn ihr etwas nach außen geht, also rausgeht aus der Halle, also aus den Hallen, dann kommt ihr zum Flughafen und könnt draußen die Flugshow sehen oder eben am See könnt ihr draußen am See die Boote auch vor Ort sehen. Ansonsten, ja, in diesem Jahr mit über 400 km/h ist angekündigt. Ja, das Red Bull Aerobatic Team soll vor Ort sein. Mit einem neuen Flieger. Schaut euch das am besten an. Immer von 11 bis 16 Uhr wird es auf jeden Fall sein. Dann habt ihr, wie gesagt, die Hallen-Airshow, 30x30 Meter im Foyer, wo praktisch dann die RC-Flieger mit ihren Flugzeugen eine Show abziehen. Zum Beispiel Jim Knopf, also Lukas, der Lokomotivführer. Millennium Falcon, Aeromuskel Kids, 4D, Kunstflugvorführungen, dann auch Scale-Modelle und Hubschrauber werden auch zu sehen sein. Dann nochmal ein kurzer Überblick: Halle 1 und 2 ist ja diese Modellbahnausstellung, also internationale Modellbahnausstellung. Wie gesagt, Brava, Picol, Hornby, Tillisch, BeMo, Faller, Herpa, Noch, Fissmann, Kipri, Vollmer, Bachmann, Lilliput, Kato und viele mehr werden dort vor Ort sein. Und natürlich sind dort auch die ganzen Vereine, die noch ihre Modellbahnanlagen ausstellen. Also ihr könnt was Fahrendes sehen, ihr könnt was Stehendes sehen, ihr könnt was Neues sehen und ihr könnt bekannte Produkte euch in Ruhe ansehen. So, Halle 2 geht's weiter. Da gibt's das Herzstück. Ist die größte 5 und 7 Viertel Zollanlage von mehr als 4 Kilometer Länge. Steht hier. So, klar. Trucks, Buggys, Pistenrauben, RC-Cars, naja, RC-Cars, aber zumindest Baumaschinen, Funktionsmodelle und Pistenrauben, alles was so ist, dreht sich ja in der Halle 3. Das hatte ich euch gesagt. Schiffsmodellbau mit einem großen 400 Kubikmeter, nee, Quadratmeter großen Wasserbecken. Also habt ihr richtig gut was zu erwarten. Regattas werden zu sehen sein mit Segelbooten, Jetski-Rennen und Seenotrettungsübungen sollen auch noch präsentiert werden. Also schaut auf jeden Fall vorbei. So, ihr bekommt in Halle 3 noch interessante, wie sagt man dann, Workshops und Wissenswertes rund um den Modellbau. So, zum 3D-Druck, digitales Flugbuch und vieles mehr. Also schaut einfach mal da vorbei. Und es gibt verschiedene Mitmachaktionen. Spielflächen bei Pico, bei Märklin. Traxas hat eine RCK-Strecke aufgebaut, eine ganz kleine, wo ihr fahren könnt. Es gibt einen Traktor-Parcours, wo ihr im Prinzip mit dem Traktor fahren könnt. Die Werft für Kids gibt es. Und RCK-Parcours von Carrera und das Kinder- und Jugendbasteln des Plastikmodellbauclubs Bodensee. Also schaut vorbei. Gibt es auch schon mal zu sehen auf der Webseite. Dann einfach unter Faszination Modellbau unter Specials Mitmachaktionen. Ja, es war jetzt ziemlich lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr kommt auf jeden Fall zur diesjährigen Faszination Modellbau und der Modellbahn und dem Echtdampftreffen 2024. Ja, könnt ihr gerne unter die Kommentare schreiben, ob ihr kommt, ob ihr das plant, warum ihr kommt, warum ihr nicht kommt. Könnt ihr alles gerne drunter schreiben. Und ja, ich denke mal, das wird richtig großartig in diesem Jahr wieder werden. Ja, ich verabschiede mich und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Mika.